darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach Begegnung bei Marcia Wormsen, SFC Kaiserslautern U21. Zu Ende der vor 948 Zuschauern mit 4:1 für unsere Wormatia. Und die Pressekonferenz wird wie immer präsentiert von Rowe Motoröl. Ich begrüße recht herzlich Gästetrainer Alexander Bugera und unseren Trainer Peter Tritter. Herr Bugera, wir haben Sie das Spiel heute gesehen, außer einmal nach links, einmal nach rechts. Hört man mich? Ja. Erstmal schönen guten Tag. Ja, das Spiel habe ich so gesehen, dass wir die erste halbe Stunde total verschlafen haben. War Worms viel besser im Spiel, gehen dann noch in eine Standardsituation in 1:0 in Rückstand, wo wir nicht am Mann sind, wo wir nicht gut verteidigen. Der Stürmer das Kopfballtor dann erzielt und ja, dann so ein bisschen Spiel im Mittelfeld dann so ein bisschen gewesen, dann kriegen wir das 2:0 und nach einer halben Stunde, denke ich, war man dann besser im Spiel, haben dann auch das 2:1 gemacht, vor der Halbzeit noch durch Blumi, der in eine super Umschaltsituation im 1-gegen-1 dann schön vollendet. Dann habe ich viermal gewechselt in der Halbzeit und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, waren wir gut im Spiel. Und da hätte das auch ein bisschen kippen können in der Phase, weil wir wirklich auch ja, nicht die hundertprozentigen Torchancen hatten, aber schon mehr Ballbesitz auch hatten. Und ja, wenn man vielleicht auch den Elfmeter vielleicht hätte geben können, das war wirklich wie so eine 50-50-Situation, hätte er pfeifen können, dann wäre es 2:2 gestanden. Das war so ein bisschen auf der Kippe. Dann hatte Worms noch eine richtig gute Möglichkeit zum 3:1, wo Niklas überragend hält. Und dann kriegen wir halt leider das 3:1 und dann war eigentlich das Spiel, haben wir nicht mehr so den Druck aufgebaut, dass wir die großartigen Torchancen hatten und dann durch den Elfmeter noch das 4:1, hatten nach dem 4:1 noch die eine oder andere Möglichkeit, noch einen zweiten Treffer zu machen, aber im Großen und Ganzen war es einfach ja, zu wenig von meiner Mannschaft, vor allem die erste halbe Stunde. Danach haben wir uns schon bemüht und haben eine Phase gehabt, wie gesagt, wo wir es 2:2 hätten machen können. Aber das ist uns heute einfach nicht gelungen. Vielen Dank. Peter, wie schaut deine Spielanalyse heute aus? Ja, ähnlich wie es alles gerade geschildert hat. Ich glaube, wir sind gut reingekommen, haben uns heute etwas tiefer postiert, mussten um die technischen Fähigkeiten unseres Gegners, deshalb haben wir hier am tiefen Block heute mehr gearbeitet, haben 4-4-2 aufgestellt gegen die Spieleröffnung vom Gegner, haben wir die Räume gut verteilt bekommen. Waren, glaube ich, auch die ersten 30 Minuten besser im Spiel, da auch verdient 2:0 geführt. Wir kommen dann, wie gesagt, aus einem Umschaltmoment, den ich meine Mannschaft angreifen will. Wenn ich 2:0 führe, eine Viertelstunde vor der Pause, öffne ich eine komplette Seite und dann macht Blumi das Ding natürlich zum 2:1 rein. Mussten dann nach der Pause, dass der FCK dann nochmal mit Wucht rauskommt, vierfach wechseln, da muss ich erst darauf einstellen als Gegner. Haben dann 10 Minuten, 15 gehabt, wo wir ein bisschen Leiden gelöst haben. In der Phase auch die Situation, die Alex angesprochen hat, wo der Schiri nicht mehr pfeifen kann oder nicht, mit 50-50 Entscheidung. Aber ich glaube, dann ab der 65. Minute haben wir das Spiel wieder im Griff gehabt, wobei der Gegner viel Ballbesitz hatte, aber nur in Zonen, wo es für uns nicht gefährlich war. Und dann haben wir mit dem 3:1, glaube ich, dann einen Deckel drauf gemacht und haben es hinten raus dann auch souverän runtergespielt, machen dann auch uns 4:1 durch Sandro. Unterm Strich, glaube ich, vielleicht ein Tor zu hoch das Ergebnis, aber aufgrund der beiden Halbzeiten, glaube ich, hat unverdient. Danke. Danke schön. Gibt es Fragen seitens der Presse? Das ist wohl nicht der Fall. Dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen einen weiteren guten Rundenverlauf. Danke. Peter, Auftrag.de Trier. Wir alle sind dabei und unterstützen lautstark die Mannschaft. Das war die Pressekonferenz nach der Begegnung von Marcia Worms, FCK U21. Und sie wurde Ihnen präsentiert von Rowe Motoröl. Ein schönes Wochenende. Tschüss.